Hi Leute, wir reden heute über ein Thema, was jede Frau kennt und entweder liebt oder hasst. Kleiderschrank ausmisten. Ich persönlich habe so eine Hassliebe dazu, denn als Blogger habe ich einen riesengroßen Kleiderschrank und ich will immer Sachen loswerden, weil ja auch immer neue Sachen dazukommen und ich überhaupt nicht mehr durchblicke, was in meinem Kleiderschrank ist. Ja, nur ich kriege dann immer so Anfälle zwischendurch und will meinen Kleiderschrank ausmisten. Dann stehe ich davor und vorher habe ich mir überlegt, was ich ausmisten will. Dann stehe ich vor dem Teil und ich denke mir so, nee, das ziehe ich noch an. Das kann nicht weg. Jedes Mal. Ja, und ich glaube, das kennen wir alle. Das höre ich auch immer von vielen Freunden und so. Aber man muss einfach konsequent sein und es gibt einfach so ein paar Teile, die müssen raus. Zum Beispiel zu enge Jeans. Diese Jeans wird nicht mehr passen. Sie wird nicht mehr passen und ja, jede Frau hat zu enge Jeans im Schrank. Und wenn man sowieso 15 Jeans im Schrank hat, dann kann die eine, die zu klein ist oder auch zu groß, gibt es ja auch, einfach rausfliegen. Genauso mit diesen schönen Oversize-Pullovern. Die sind ja super, aber ganz oft, vor allem wenn die nicht so teuer waren, kriegen die halt nach mehreren Wäschen so ein Pilling. Diese kleinen Fussel auf dem Pullover, die können auch raus. Es sieht einfach scheiße aus, wenn man die trägt. Und ja, auch wenn es, ja okay, den Lieblingspulli kann man behalten, aber andere Pullover oder auch Shirts, die so ein Pilling haben, raus. Dann das nächste, Unterwäsche. Zu enge oder kneifende oder unbequeme BHs müssen auch raus. Ich glaube, jede Frau hat tausende von BHs, die nie getragen werden. Es werden immer 3 BHs getragen. Der Rest liegt in der Schublade und verbraucht Platz. Auch raus. Dann, das ist, glaube ich, bei mir das Schlimmste, was das Aussortieren angeht, Schuhe. Ich habe super viele Schuhe. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin mit meinen Schuhen. Bei meinen Eltern sind Schuhe, im Keller sind Schuhe, bei meinem Freund sind Schuhe und bei mir sind tausende von Schuhe und ganz viele davon trage ich nicht mehr, weil sie einfach durchgelatscht sind oder einfach mir nicht mehr gefallen oder sonst was. Und ganz ehrlich, Schuhe kann man auch nicht so gut verkaufen. Auch nicht, also auf dem Flohmarkt laufen die nicht, bei Kleiderkreisel laufen die nicht. Die kann man wegschmeißen. Wie gesagt, meistens sind die Schuhe ja auch oft getragen worden und die würde ich einfach wegschmeißen. Anders ist es, manche Schuhe haben wir ja nur zur Deko. Die sind so schön, aber unbequem. Die kann man behalten erstmal und wenn es 2, 3 Paar sind, okay. Aber alte Schuhe, durchgelatschte Schuhe, auch wenn es die Lieblingsschuhe waren, wegschmeißen, dann hat man Platz für neue Schuhe. Ja, das sind so die Hauptteile, die raus müssen. Und dann natürlich die klassischen Fehlkäufe. Ehrlich gesagt habe ich nicht so viele Fehlkäufe, ich weiß auch nicht. Wenn ich was kaufe, dann finde ich es meistens auch cool und behalte es. Aber ganz viele Freundinnen von mir haben etliche Teile im Schrank, die sie einfach nicht mehr tragen. Und die könnt ihr gerade halt, wenn die ungetragen sind, super gut verkaufen auf dem Flohmarkt oder halt im Internet. Und da gibt es noch richtig gutes Geld für und dann könnt ihr euch neue Klamotten kaufen. Also das hat ja nur Vorteile. Und ja, ich würde mir auch immer vornehmen, wenn ich sage, ich sortiere jetzt meinen Kleiderschrank aus, dass mindestens 10 Teile rausfliegen. Echt, dass ihr euch da hinstellt und 10 Teile rausfliegen und jede Frau wird 10 Teile finden, die zu diesen Kategorien gehören, die ich eben gesagt hatte. Also steht auf, geht zu eurem Kleiderschrank und schmeißt unnötige Teile raus. Es ist das geilste Gefühl, wenn der Kleiderschrank wieder leer ist. Man kann mit gutem Gewissen shoppen gehen und ja, es gibt eigentlich nur Vorteile. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, euren Kleiderschrank Luft zu machen und genau das werde ich jetzt auch tun.